Wunderschönen guten Morgen miteinander. Ich liebe diesen Teaser, wirklich, ich liebe den. Wir haben ihn heute schon zum letzten Mal gesehen, denn wir schließen die Serie beziehungsweise heute gemeinsam ab. Und zwar mit dem Thema Eltern ehren. Heute geht es um die Beziehung von dir und zu deinen Eltern. Und ich habe gemerkt, bist du narrisch, das ist ein Riesenthema, ein riesiges Thema. Und drum, ich schicke gleich voraus, ich kann echt nur Grundzüge geben heute. Ich kann echt nur Impulse geben, aber möchte ich dazu ermutigen, das in dieser Woche in deinen Teams und Small Groups zu vertiefen. Da steckt nämlich echt viel Mörderviel drinnen. Okay, Beziehung zu den Eltern. Das kann ganz schön kompliziert sein. Vielleicht doch. Bei den meisten, ja. Das merkt man oft bei Festen, oder? Bei Weihnachten, Geburtstag und etc. Und vielleicht hast du das nicht gewusst, aber Muttertag steht vor der Tür. Aha. Und damit du das nicht vergisst und gleichzeitig auch siehst, wie kompliziert das sein kann, haben René und Ilana ein Video für uns gemacht. Film ab. Yes. Also, du hast es gut. Du wirst nicht so gestresst sein wie die beiden, weil du hast ab heute eine Woche Zeit und mit dem Video wirst du es sicher nie wieder vergessen. Und vielleicht ist diese Message auch eine Inspiration für dich für den Muttertag. Okay, starten wir. Ich habe in der Vorbereitung gemerkt, das Thema Eltern, meine Beziehung zu den Eltern, ist gar nicht so präsent. Also weder gesellschaftlich noch kirchlich. Man findet gar nicht so viel, schon viel so Eltern mit Kleinkindern und so Erziehungstechnisches. Aber alles, was so ein bisschen, wenn die Kinder größer werden, da findet man gar nicht mehr so viel. Aber interessanterweise, in der Bibel steht da wahnsinnig viel dazu. Ich war total überrascht. Und ich möchte mit einer Stelle starten, die wahrscheinlich jeder schon mal zumindest irgendwie gehört hat. Und zwar, ich muss das gerade mal ein bisschen näher da. Und zwar ist das das vierte Gebot aus den 10 Geboten. Ein kleiner Ausschnitt mit folgendem Vers. Und zwar: Ehre deinen Vater und deine Mutter, wie der Herr, dein Gott, es dir geboten hat, damit du lange lebst und es dir gut geht auf dem Boden, den der Herr, dein Gott, dir gibt. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Klare Ansage, oder? Dieses Gebot ist aus der Sicht der Bibel aus zwei Gründen ein spezielles. Erstens, es ist die erste Beziehung, die sich auf die zwischenmenschliche, also das erste Gebot, das sich auf die zwischenmenschliche Beziehung bezieht. Vorher geht es um deine Gottesbeziehung und hier geht es zum allerersten Mal Mensch-Mensch. Und es zeigt schon, die Elternbeziehung ist wirklich was Essentielles, ist was etwas Elementares. Es ist die erste Beziehung, die du als Mensch überhaupt knüpfst. Ja? Also deshalb ist schon mal speziell. Zweiter Grund, das vierte Gebot ist das einzige Gebot der 10 Gebote, dass Gott in der Bibel mit einem Versprechen verknüpft. Es steht dort, damit, Ehre Vater und Mutter, damit, so Füllwörter sind immer wichtig, damit du lange lebst und es dir gut geht. Und nirgendwo sonst macht Gott das, nur bei diesem Gebot. Okay, Ehren Vater und Mutter, Ehre Vater und Mutter, Ehren ist ja nicht unbedingt ein trendiges Wort, das wir in jedem zweiten Satz verwenden. Also müssen wir uns ganz kurz anschauen, was heißt denn Ehren überhaupt? Und dann machen wir einen Blick ins hebräische Sprach der Bibel im Alten Testament. Ehren heißt, ich muss ein bisschen langsamer reden, glaube ich, gell? Ehren heißt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Chabet. Und das bedeutet, schwer sein, gewichtig sein.
Ja? Ehren heißt jemanden schwer machen. Schwer machen, ja. Jemandem Gewicht geben, Bedeutung beimessen. Das bedeutet Kabet. Und das Hebräische ist eine sehr blumige Sprache und verwendet oft Bilder, damit wir Worte besser verstehen. Und bei Kabet ist es auch so. Und zwar heißt Kabet wortwörtlich, wenn man noch genauer hineingeht, jemand soll schwerer gemacht werden als Sand. Aha, ganz genau. Als Sand. Schwerer als Sand. Und mir ist bei dem Gedanken sofort folgendes Bild gekommen. Vielleicht warst du schon mal im Urlaub am Strand und hast dich einbuddeln lassen. So bis zum Kopf, nur der Kopf war draußen. Ja, wie die Frau da, nur der Kopf war draußen. Und dann, wenn das ein nasser Sand ist, vor allem, hey, du steckst da so drin und du kommst da nicht raus. Ja? Das lastet so schwer auf dir, du kannst dich nicht bewegen. Deine Geschwister haben die Möglichkeit, dein Gesicht anzumalen, dir irgendwelche Sachen in die Nase zu stopfen. Alles schon erlebt. Ja? Also der Sand lastet schwer auf dir. Kabet heißt also, du sollst es spüren, dass du mir schwer bist, dass du mir viel bedeutest. Ehren heißt, du bist mir wichtig. Ehren heißt, du bist mir wichtiger als Sand. Das klingt jetzt so bescheuert, gell? Aber, hey, Sand! Ich erzähle jetzt mal was über Sand. Ein Viertel meiner Predigtvorbereitung hat nur in der Recherche zu Sand bestanden. Ich habe ein eigenes Word-Dokument angelegt, Sand, ja? Sand ist extrem wichtig, Freunde. Ohne Sand würde unser Alltag zerbröseln. Weißt du warum? Weil Sand überall drinnen steckt. Sand in der Früh, du stehst auf, gehst ins Bad, schaust dich in den Spiegel, im Spiegel ist Sand drinnen. Kein Witz. Sand ist in der Zahnpasta drinnen, als Schleifmaterial. Sand ist drinnen, wenn du nicht in der Früh als erste Zähne putzt, sondern Kaffee trinkst. Sand ist auch da dabei, weil in der Tasse ist es drinnen. In Gläsern ist es drinnen. In der Lampe ist es drinnen. Im Putz ist es drinnen. Wenn du eine Jeans anhast mit so used look, so verwaschen, wird mit Sand gemacht. Ja? Sand ist überall drinnen, was Baumaterial betrifft, in Beton, in Pflastersteinen, im Ziegelstein. Wir brauchen es für Häuser, Straßen, Brücken. Für einen Kilometer Autobahn brauchst du 30.000 Tonnen Sand. Für einen Kilometer. Unsere ganze Telekommunikation wird ohne Sand überhaupt nicht mehr funktionieren. In den ganzen Chips von den Smartphones, Tablets etc. ist Silizium drinnen. Das ist eine spezielle Form von Sand. Also ohne Sand könnten wir heutzutage im 21. Jahrhundert gar nicht mehr telefonieren. Ja? Also Sand ist wirklich mega wichtig. Und jetzt kommt der Oberhammer. Sand ist drinnen im Käse. Und zwar in dem, der schon geraspelt ist, den du so über die Pizza nur noch streuen musst. Weißt du, warum der Sand drinnen ist? Als Rieselhilfe. Ja? Und du merkst, Sand ist allgegenwärtig und das macht Sand nach dem Wasser zum meistgenutzten Rohstoff unseres Planeten. Sand wird so viel verwendet, dass es zu Engpässen kommt. Es gibt einen riesigen Schwarzmarkt für Sand, weil Leute an der Küste raus ins Meer tauchen und Sand kübelweise rausholen für den Schwarzmarkt. Der Wüstenstaat Dubai musste Sand importieren für seine Bauprojekte, und zwar aus Australien. So gefragt ist Sand. Ja. Yeah. Spürst du die Dynamik, die da drinnen steckt? So wichtig ist Sand, Alter. An dieser Stelle die Frage, wie wichtig sind dir deine Eltern? Wie viel lässt du sie spüren, dass sie dir wichtig sind? Ich weiß nicht, was die Frage in dir auslöst. Gell? Vielleicht hast du eine super Beziehung zu deinen Eltern, du freust dich schon auf Muttertag, alles easy cheesy. Vielleicht löst es aber auch Schmerz aus, weil einfach Verletzung da ist, oder? Vielleicht hast du eine Scheidung miterleben müssen oder vielleicht ist jemand schon verstorben. Vielleicht löst die Frage auch Frust aus. Du merkst, es ist angespannt, es läuft nicht rund, es ist Sand im Getriebe. Ja? Vielleicht merkst du auch, puh, dieses Thema ist ganz weit weg. Das interessiert mir eigentlich nicht. Du bist distanziert, abgestumpft. Und vielleicht hast du aber auch voll viel Fragen und bist total unsicher und bist total happy, dass es endlich eine Message zu dem Thema gibt. Ja? Whatsoever, was auch immer deine Situation ist, wir haben eins gemeinsam.
Wenn wir Gott im Zentrum unseres Lebens haben wollen, und das wollen wir, weil wir sind eine Kirche hier, wenn wir Gott in unserem Zentrum haben wollen, dann wünscht sich Gott von dir und von mir, dass wir unsere Eltern ehren. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Ich glaube, dass dieses Ehre Vater und Mutter nicht nur die leiblichen Eltern meint, sondern auch die geistlichen, also deine Leiter. Ich glaube, es geht auch darum, warum? Weil in der Bibel Vater nicht nur jemanden bezeichnet, der dein leiblicher Vater ist, sondern alle möglichen Formen von Autoritätspersonen. Zum Beispiel sagt David zum König Saul Vater, obwohl es nicht sein leiblicher Vater ist. Auch Paulus, wichtiger Missionar nach Jesus, bezeichnet sich selbst als Vater, als Gemeindeleiter, als Gemeindegründer, als Apostel, bezeichnet er sich als Vater. Also ich glaube, es geht auch darum. Und soll ich dir sagen, warum ich glaube, dass Gott ausgerechnet bei diesem Gebot einen Lohn in Aussicht stellt? Weil er weiß, dass das nicht leicht ist. Und weil er weiß, das ist so wichtig. Es ist so wichtig. Weißt du, Gott liebt Eltern. Gott liebt deine Eltern und Gott liebt Leiter und Gott liebt deine Leiter. Ja. Und es ist deine und meine Aufgabe, dass wir Gottes Liebe zu den Menschen bringen und in ganz besonderer Weise soll sich das in der Beziehung zu unseren Eltern ausdrücken. Genau. Und das kann, wie gesagt, das kann wirklich schwierig sein, ja. Das kann wirklich, wirklich schwierig sein. Aber ich möchte dich ermutigen, Gott zwingt dich ja zu nichts, was dir schadet oder so. Er sagt, damit es dir gut geht. Er möchte, dass es dir gut geht. Jesus sagt mal, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt. Aber nicht nur einfach Leben, sondern Leben in Fülle. Es soll dir wirklich gut gehen. Und dieses Gebot, Ehre Vater und Mutter, soll wesentlich dazu beitragen. Und ich hoffe, dass dich das motiviert, mit mir den nächsten Step jetzt zu gehen, indem wir uns anschauen, hey, wie geht denn das konkret? Wie kann ich meinem Vater, meiner Mutter zeigen, Mama, Papa, du bist mir wichtiger als Sand. Okay, ich habe 4 Punkte insgesamt. Erster Punkt, gehe Konflikte an. Das wird noch immer schwieriger, gell? Geh Konflikte an, Mama mia. Das ist so ein bisschen der Kern dieser Serie. Überall da, wo Menschen zusammenkommen, menschelt's einfach. Das ist einfach menschlich. Ja? Wir sind nicht perfekt und überall, wo wir miteinander interagieren, kommt es zu Konflikten. Aber, und das ist die gute Nachricht, jeder Konflikt bringt Mörderpotenzial für dich. Weißt du warum? In der Bibel steht mal, Eisen schärft Eisen. Wo du aneinander gerätst, wo du aneinander geschliffen wirst, da wirst du scharf, da wirst du geschliffen. Jedes Mal, wenn wir mit einer Person aneinander geraten, dann ist das wie Gottes Schleifstein für deinen Charakter. Hast du das Bild? Das ist wie im Sport. Wir können nur wachsen, wir können nur an Kraft zunehmen, wenn das ein bisschen ein Gewicht hat. Wenn da ein Gegendruck ist. Wir werden nur stark mit Gegendruck. Es ist nicht so leicht, es ist ein bisschen mühsam, aber nur so wirst du stark. Seelisch, charakterlich und geistlich. Das ist ein grundsätzliches Lebensprinzip. Gut, wie schaut das jetzt konkret aus? Ich möchte das am Beispiel vom Sand illustrieren. Und zwar gibt es in der Natur folgendes Phänomen. Der Sand ist dazu da, um das Festland zu schützen. Du brauchst diesen Sand, damit das Wasser das Festland nicht wegschwappt. Ja? Und jetzt gibt es in der Natur das Phänomen, dass Sand knapp wird. Ja? Und dann werden ganze Inseln plötzlich weg. Die Nordinsel Sylt, vielleicht kennt die eine oder andere diese Insel, ist seit Jahren gefährdet. Seit den 1970er Jahren schrumpft diese Insel jährlich um 4 Meter. Ja. Weißt du, was die machen? Die schütten Sand auf. Die fahren mit riesigen Schiffen raus aufs Meer und spülen Sand von dort zurück an den Strand. Und zwar 1 Million Kubikmeter im Jahr. Das ist viel. Das ist aufwendig. Das ist mühsam. Ja, aber es ist so notwendig. Und vielleicht ist es in der Beziehung mit deinen Eltern auch so, oder? Dass es irgendwie an
Sand mangelt. Der Sand wird knapp und die Wellen des Alltags ja drohen, diese Beziehung, dieses Festland zu zerstören, zu überspülen. Und vielleicht hast du dich über die Jahre Meter für Meter voneinander entfernt, oder? Auseinandergelebt, es herrscht Distanz, vielleicht aufgrund von falschen Prioritäten, vielleicht aufgrund der Familienkultur, vielleicht aufgrund der Familiengeschichte. Vielleicht habt ihr einfach unaufgearbeitete Konflikte angehäuft und angehäuft. Und das, jetzt ist die Frage, wie kann ich denn mein Festland schützen? Wie kann ich Sand aufschütten? Zweiter Punkt. Gehorche deinen Eltern. Scheiße, klingt das uncool. Boah, das ist so nicht Mainstream, gell? Gehorsam. Aber es ist, boah, schon im Alten Testament haben die dieses Gebot genauso interpretiert. Ich bringe euch zwei Beispiele aus den Sprüchen. Da heißt es, gehorche, mein Sohn, der Zucht deines Vaters und verwirf nicht die Weisung deiner Mutter. Denn ein anmutiger Kranz für dein Haupt sind sie und eine Kette für deinen Hals. Da haben wir schon diesen Lohneffekt dabei, ja. Zweites Beispiel, gehorche deinem Vater, der dich gezeugt hat und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Gerade wenn Eltern älter werden, kann es schwieriger werden auch. Ja? Machen wir noch einen Blick in den zweiten Teil der Bibel. Jesus hat auch Gehorsam gegenüber den Eltern gelernt. Und zwar folgende Story. In seinen Teenie-Jahren, Jesus war 12 Jahre alt, ist er mit seinen Eltern nach Jerusalem gegangen. Die haben dort das Passafest gefeiert. Und dann sind sie wieder zurück, haben dort gefeiert, Party, Party, und dann wieder zurück. Und die, weißt du, da war eine riesige Verwandtschaft dabei. Und Maria und Josef haben nicht so genau gewusst, wo der Jesus ist, der Bub, ja, aber irgendwo wird er schon sein. Und dann sind sie einen Tag unterwegs zurück nach Hause und irgendwann merken sie, hey, hast du den Bub gesehen? Nein, ja, ich auch nicht. Wo ist er denn, der Bub? Und sie suchen ihn und finden ihn nicht. Also was machen Maria und Josef? Zurück wieder nach Jerusalem. Da sind sie schon 2 Tage unterwegs und dann endlich nach 3 Tagen finden sie den Bub. Der Bub ist noch immer in Jerusalem geblieben. Also. Und dann folgende Szene. Endlich nach 3 Tagen fanden sie ihn, also Jesus, im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, also das ist die religiöse Elite von damals, die Intellektuellen, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die dabei waren, staunten über die Klugheit seiner Antworten. Hochbegabt, der Bub, ja. Seine Eltern waren völlig überrascht, ihn hier zu sehen. Kind, sagte seine Mutter zu ihm. Wie konntest du uns das antun? Typische Mama-Frage, gell? Dein Vater und ich, wir haben dich verzweifelt gesucht. Und jetzt die Teenie-Antwort, kurze Nebenstory, ganz kurz, nur ganz kurz. Habe von einem Lehrer gehört, der seinen Schülern sagt, hey, was hast denn das gemacht, bist du wahnsinnig? Und der Schüler antwortet, chill dein Leben, Frau Professor. Chill dein Leben. Und so ein bisschen ähnlich macht das jetzt Jesus auch, pass auf, so lustig. Okay, er sagt, warum habt ihr mich gesucht? Blöde Frage, oder? Warum habt ihr mich gesucht, die Teenies? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Ist doch logisch, dass ich da bin. Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Maria und Josef und der Jesus, die haben einfach aneinander vorbeikommuniziert, gell? Die haben einander nicht verstanden in dem Moment. Kennst du das? Ich kenne es sehr gut mit meinen Eltern. Und das ist hier in dieser Situation ein ungelöster Konflikt. Sie reden aneinander vorbei. Und was macht jetzt Jesus? Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Bäm. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, weil Jesus in seinen Teenie-Tagen schon gelernt hat, gehorsam zu sein, konnte er das als Erwachsener bis in den Tod. Er war seinem himmlischen Vater gehorsam bis in den Tod hinein. Und die Christen nach Jesus in der zweiten Generation haben sich ein bisschen intensiver mit diesem Thema beschäftigt. Und da habe ich eine Stelle gefunden im Hebräer 5. Da heißt es folgendes. Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich in seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Allerdings blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart,
durch Leiden zu lernen. Durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Weißt du, für Jesus war das nicht leicht, Ja zu sagen zum Tod am Kreuz. Er betet zum Vater: Vater, lass den Kelch an mir vorübergehen. Jesus will so nicht sterben. Aber Jesus hat in seinem Leben eins gelernt: dem Vater alle Ehre zu geben und ihm zu gehorchen. Und deshalb betet er weiter: Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und deshalb sind du und ich heute da, weil Jesus gehorsam war. Und bezüglich unseren geistlichen Eltern, unseren Leitern, wird die Bibel in puncto Gehorsam auch sehr konkret. Interessanterweise im gleichen Brief, im Hebräerbrief, im letzten Kapitel, da heißt es: Hört auf die Verantwortlichen eurer Gemeinde und folgt ihren Weisungen. Denn sie wachen über euch wie Hirten über die ihnen anvertraute Herde und werden Gott einmal Rechenschaft über ihren Dienst geben müssen. Verhaltet euch so, dass ihre Aufgabe ihnen Freude bereitet. Und dass sie keinen Grund zum Seufzen haben. Denn das wäre zu eurem Vorteil. Dann geht's euch gut. Macht's das. Dann geht's euch gut. Wenn wir unseren Eltern und Leitern gehorchen, dann ehren wir sie. Und Gott verspricht uns, dass es uns dann gut gehen wird, wenn wir ihnen gehorchen. Da liegt Segen drauf. Und weißt du, das stimmt. Weil wer gehorsam lernt, der ist lebensfähig. Weißt du, wenn du immer aufmuckst, immer zurückschießt, immer rebellierst, immer das letzte Wort haben musst, nie deine Pappen halten kannst, dann wird dich niemand zum Beispiel in der Arbeitswelt länger beschäftigen als in der Probezeit. Ich kenne so einen Fall. Gehorsam ist so uncool, aber so essentiell. Und es liegt Segen drauf. Ich habe selbst erlebt folgendermaßen: Als ich 16 Jahre alt war, hatte ich meinen ersten festen Freund. Und er war Wiener und ich war noch in Oberösterreich. Wir hatten so eine Fernbeziehung, weißt du so. Und immer wenn ich nach Wien gefahren bin, hat meine Mama mir verboten, dass wir unter gleichem Dach übernachten. Und ich fand es so uncool. Ich war nicht so cool wie Jesus. Ich habe rebelliert. Nein, ich will nicht! Aber wir waren gehorsam. Und mein Freund hat dann immer bei seinem besten Freund übernachtet. Der hat ums Eck gewohnt. Und wir waren da gehorsam. Und ich glaube, das hat mich insofern geprägt, als ich mit meinem jetzigen Mann, mit Philipp, zusammen war, dadurch, dass ich das vorher gelernt habe, war es in unserer Beziehung dann einfacher, diesen Wert auch dann zu leben. Ja? Es war für uns selbstverständlich, dass wir das so machen. Und es ist mir auch leichter gefallen als beim ersten Mal. Natürlich war das trotzdem scheiß mühsam. Natürlich. Der Philipp hat in Mödling gewohnt und ich in Wien. Und natürlich war das mühsam. Weißt, immer am Abend noch schnell zum Bahnhof rennen mit der S-Bahn nach Wien, eine von Kalt, was. Natürlich ist das mühsam. Aber nur durch Druck wirst du stark. Und nur weil du stark bist, kannst du eine 1,5-jährige Beziehung und ein Jahr verlobt sein, ohne Sex überstehen. Ja, und es liegt Segen drauf, weil er seine eigene Predigt wert. Aber ja, ist gut. Wir haben es nicht bereut, niemals. Es war super, super gut so. Kannst mich nachher dazu mehr ausquetschen. So, nächster Punkt. Wie kannst du deine Eltern weiter ehren nach Konflikten und gehorsam sein? Behandle deine Eltern mit Respekt. Behandle deine Eltern mit Respekt. Das machen wir jetzt ganz fix. Und zwar gebe ich euch einfach eine Liste mit praktischen Impulsen. Verlängert diese Liste in euren Small Groups. Und zwar nur ein paar Ideen. Sag bitte und danke. Seid einfach höflich miteinander. Habt einen freundlichen Umgangston. Melde dich regelmäßig telefonisch. Lass sie teilhaben an deinem Leben. Erzähl ihnen von dir. Schreib eine Karte zum Geburtstag und Weihnachten. Schenk ihnen Zeit. Integriere dich ins Familienleben, auch ins Kirchenleben. Sei da, sei präsent. Frage sie um Rat, um ihre Meinung. Hör ihnen zu. Stell Fragen. Versuche, sie und ihre Lebenswelt zu verstehen. Das driftet oft einfach weit auseinander, die Lebenswelt, gell? Versuch's zu verstehen. Glaub ihnen, wenn sie sagen, dass sie es gut meinen.
Ich meine es doch nur gut mit dir. Gell? Versuch das nachzuvollziehen. Nimm ihre Wünsche, Sorgen und Empfehlungen ernst. Und rede nicht schlecht vor anderen über sie. Hör auf mit dem Lästern. Das ist sowas Österreichisches. Hör auf damit. Bete viel besser für sie. Und hilf ihnen da, wo sie Unterstützung brauchen. Mein Mann telefoniert, glaube ich, alle 2-3 Tage mit der Mama wegen dem Computer. Und er hat so eine Geduld, ich pack's nicht, ja. Aber urleibend. Frag mal Gott, was du tun kannst, praktisch. Das ist ein gefährliches Gebet, weil er wird dir sicher was sagen. Und dann, was machst du dann? Dann bist du gehorsam. Und du machst es einfach. Mach einfach das, was Gott dir gesagt hat. Gut, vielleicht sagst du jetzt, Jasmin, bei mir in der Elternbeziehung, da ist nicht nur ein bisschen Sand knapp. Ich habe einen Sandsturm daheim toben. Bei uns herrscht Sandsturm. Ein Sandsturm, der kommt ganz plötzlich und wirbelt echt alles durcheinander. Und vielleicht ist auch in deinem Leben ein Sandsturm am Toben. Vielleicht, weil jemand gestorben ist. Vielleicht, weil jemand ausgezogen ist. Vielleicht, weil ein Streit brutal eskaliert ist. Vielleicht hast du sogar Missbrauch erlebt. Ja. Und an dieser Stelle möchte ich dir Folgendes sagen. Ich möchte dich daran erinnern, wer mit dir unterwegs ist. Jesus. Und Jesus ist Herr über den Sturm. Im Neuen Testament stillt er den Sturm. Und was er mit Wasser kann er mit Sand noch lang. Ja. Du merkst, der Druck wird immer größer. Das ist echt richtig schwer. Aber um es mit Paulus zu sagen, alles vermag ich in dem, der mich stark macht. Wer macht mich stark? Der Jesus, der Herr über den Sturm. Und deshalb bringt mich zum letzten Punkt, denn ich möchte dich ermutigen, auch wenn ein Sandsturm in deinem Leben tobt, möchte ich dich ermutigen, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern deinen Eltern zu vergeben. Das ist jetzt Champions League Niveau. Das ist nicht leicht. Nicht alle haben das Glück gehabt, von liebevollen Eltern aufgezogen worden zu sein. Gell? Manche haben es gut gemeint und falsch gemacht. Es gibt keinen, der seine Kinder immer richtig behandelt hat. Mein Sohn ist erst 8 Monate alt. Weißt du, wie oft ich mich schon habe entschuldigen müssen? Gerade das letzte Mal vorgestern, weil ich einfach auszuckt bin. Fang an, deinen Eltern zu vergeben, wo sie dich entmutigt haben, wo sie dich ungerecht behandelt haben, wo sie nicht genug Zeit gehabt haben, kein Interesse für dich hatten. Und gell, das ist mal ganz wichtig. Vergeben heißt nicht, dass man Verbrechen irgendwie abschwächt oder toleriert oder sowas. Vergeben heißt einfach abschließen mit dem, was passiert ist. Vergeben heißt heil werden. Vergeben heißt frei werden von Bitterkeit. Vergeben heißt ready werden für eine gute Zukunft. Dieses Lebensangebot von Gott, das bewirkt, dass es dir gut gehen soll, dass du heil werden sollst, Erfüllung erlebst, ein gutes Leben haben kannst. Dieses Vergeben, ich habe das auch selbst erlebt, jetzt bei meinen geistlichen Eltern. Als mein Mann und ich geheiratet haben, waren wir in unterschiedlichen Gemeinden. Und bevor wir hierher gekommen sind, habe ich gemerkt, hey, da ist viel Frust da von vorher. Ich habe über zehn Jahre lang in dieser anderen Gemeinde gedient und es war grundsätzlich gut. Also ich mag gar nicht groß klagen, gell? Aber wir sind nicht perfekt. Und es ist Verletzung passiert, es ist Frust passiert und ich musste vergeben. Und das geht nicht über Nacht. Du kannst nicht über Nacht so viel Gewicht auf einmal stemmen. Du musst trainieren. Es braucht einfach Zeit. Und irgendwann kannst du dann so machen. Weißt du? Irgendwann wirst du geistlich stark werden, wenn du einfach nicht aufgibst.
wenn du den Step by Step gehst, den Weg, den Gott dir vorbereitet hat, den er dir empfiehlt. Das ist gut für dich. Das ist gut für dich. Du wirst stark werden. Und an dieser Stelle, wenn du spürst jetzt, boah, da poppt was auf in dir und du merkst, das ist mir viel zu schwer, so viel Gewicht kann ich nicht stemmen, dann möchte ich dich ermutigen, wir haben hier im ICF Lebensberatung. Komm, ist nicht zu spät, nie. Der Thorsten ist Ansprechperson oder informier dich auch im Internet, auf der Homepage. Es gibt Hilfe. Und das Letzte, was ich dir noch zusprechen möchte, ist, alles, was dein Vater oder deine Mutter für dich nicht sein konnte, das möchte Gott für dich sein. Weißt du, Gott ist Vater. Vater ewig. Und der Einzige, der keine Fehler macht. Es gibt hunderte Bibelstellen, wo Gott sich als Vater bezeichnet. Ich pick jetzt nur eine raus. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Und Gott vergleicht sich auch mehrmals mit einer Mutter. Und da lese ich euch meine Lieblingsbibelstelle vor. Auf den Armen werdet ihr getragen und auf den Knien geliebkost werden. Oh, wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Das sagt Gott zu dir. Ich möchte abschließen mit folgendem Bild. Sand wird nicht aufgrund der Materialzusammensetzung definiert. Da geht es nicht um die Mineralien, sondern es geht um die Sandkorngröße. Also alles, was zwischen 0,06 und 2 mm groß ist, das ist Sand. Das ist mini. Und vielleicht fühlst du dich auch so mini, so klein, so schwach und denkst dir, wie soll ich denn das zusammenbringen? Wie soll denn ich mein Festland schützen? Ich bin landunter. Aber weißt du was? Ich bin davon überzeugt, wenn du Step by Step gehst und die Impulse umsetzt, die Gott dir gibt, dann wirst du erleben, es ist möglich. Und du wirst erleben, Gott ist der Herr über den Sturm. Und du wirst erleben, Gott ist meine Stärke. Und weißt du, was dann passieren wird? Du wirst Rekorde aufstellen. Ich habe dir ein Bild mitgebracht von der größten Sandburg der Welt. Die steht in Duisburg in Deutschland, 17 Meter hoch. 3,5 Tonnen Sand wurden dort verarbeitet. Die haben wochenlang geschuftet. Und weißt du was, das war nicht der erste Weltrekordversuch. Die haben das zweimal gemacht, weil beim ersten Mal hat es nicht gereicht von der Höhe. Dann haben sie es einfach noch einmal probiert. Ist das geil? Weißt du was, probier es noch einmal. Gib noch eine Schaufel drauf. Hol dann noch ein bisschen Sand. Also es ist wirklich mini, aber Step by Step, das dauert vielleicht Wochen, Monate, Jahre. Aber irgendwann wirst du den Rekord knacken. Und es wird dir gut gehen. Und du wirst erleben, Gott ist meine Stärke. Und du wirst erleben, dass dieses Gebot, ehre deinen Vater und Mutter, Segen bringen wird in dein Leben. Wenn du magst, werde ich für das jetzt mit dir beten, dass das passiert, wirklich Realität wird in unserem Leben. Du kannst einfach bitte kurz aufstehen auch, dass wir einfach nochmal bewusst uns jetzt zu dem wie bekennen. Und wenn du magst, wir machen einfach die Augen zu und wenn du magst, dann bete mit mir mit, dass Rekorde gebrochen werden in deinem Leben. Vater im Himmel, du bist unser Papa. Du bist der beste Papa der Welt. Und du bist auch wie eine Mama, so liebevoll. Ich danke dir, Herr, dass du größer bist als unsere Sandknappheit, unsere Sandstürme. Und dass du derjenige bist, der die Lösung hat. Den Weg hat. Und so möchte ich dich bitten, Gott, dass du uns jetzt versorgst mit Impulsen, was wir tun sollen, damit dieses Gebot, Ehre, Vater und Mutter, Realität wird in unserem Leben und dass wir leben, da kommt was Gutes dabei raus.
Vater, wir brauchen Hilfe. Es ist Verletzung da. Es sind tiefe Gräben vielleicht auch da. Aber du möchtest es heil machen. Warum? Weil dir nichts unmöglich ist und weil du möchtest, dass es uns gut geht. Wie es deinen Kindern geht, ist dir ein ganz großes Anliegen. Und wir wollen deine Prinzipien ernst nehmen, Herr. Hilf uns du dabei. Danke, dass nichts unmöglich ist und dass du noch so viel mehr zu tun vermagst, als wir erbitten, erdenken oder erfüllen können. Danke, Gott, für deine Gegenwart, für deine Stärke.